Professional Intermittent Training. Dieter Berstow. Heute zum Thema Rudern am Kabel. Viel Spaß bei dem Video. Heute geht es mal wieder ums Rückentraining. Und zwar wollen wir euch heute zeigen, wie man beim Rudern am Kabel sinnvoll arbeitet und wirklich den Rücken die Arbeit machen lässt und nicht eigentlich nur aus den Armen oder aus dem unteren Rücken zieht. Weil beides sieht man in den Studios sehr häufig. Wir machen euch jetzt mal am Anfang vor die klassischen Fehler, die man so in den Studios sieht und erklären halt auch, was dabei verkehrt ist und warum das nicht wirklich zielführend ist, was viele machen. Also was man in den Studios immer so sieht, das ist so ein Klassiker, die sieht schon fast ein bisschen lustig aus, wie Lukas das macht. Aber die Leute sitzen da wirklich teilweise mit stocksteifem Oberkörper da und bewegen im Schultergürtel eigentlich gar nichts und ziehen eigentlich nur mit den Armen. Das ist so die Ausführung, wie sie in vielen Studios auch gelehrt wird. Warum? Weil die Trainer meistens selber nicht wirklich erklären können, wie man es richtig macht, dass man eine gewisse Oberkörperbewegung dazukommt oder dazukommen muss, damit die Übung korrekt ankommt, dass so wirklich eine Rückenübung draus wird. Dazu müsste man aber erklären können, welche Reihenfolge die Schritte, die Bewegungen tatsächlich ausgeführt werden müssen. Das können die meisten Trainer in meinen Augen halt nicht. Und deswegen bringt man den Leuten immer die Variante bei, wo sie mit stocksteifem Oberkörper da sitzen, was aber dann passiert. Das heißt, der Unterrücken die ganze Zeit statische Haltearbeit leisten muss. Und man den größten Teil der Belastung im Bizeps verspürt und vielleicht so ein bisschen oben am Schulterblatt. Aber hier unten im Blattansatz und auch zwischen den Schulterblättern, da wo die Übung eigentlich hin soll, merkt man in der Regel sehr, sehr wenig. Das ist so die eine falsche Ausführung. Falsch ist immer so ein hartes Wort, sagen wir einfach mal so optimal, kann man einfach viel mehr rausholen, wenn man es ein bisschen anders macht. Das zweite Extrem, was man im Studio sehr häufig sieht, ist, dass erst der Oberkörper nach hinten geschmissen wird und irgendwann am Ende der Bewegung kommt aus den Armen noch so eine leichte Zugbewegung hinterher. Auch hier guckt die Zielmuskulatur eigentlich mehr oder weniger nur zu. Das heißt, auch hier wird am Anfang sehr viel aus dem unteren Rücken gearbeitet. Man kontrahiert mit dem unteren Rücken, wirft den Oberkörper nach hinten und am Ende der Bewegung zieht man noch so ein bisschen aus den Armen hinterher. Das heißt, beide Ausführungen tragen nicht wirklich dazu bei, dass man tatsächlich den Latissimus, den inneren Rücken, den Trapezius wirklich trainiert, sondern eigentlich nur mit Hilfsmuskeln arbeitet. Aber die Hilfsmuskeln sollten halt, wie der Name schon sagt, nur helfen und nicht den Hauptanteil der Bewegung ausführen. So, damit das Ganze vor allem nach Pit mit Pausen ideal funktioniert, gilt es erstmal, den Abstand korrekt einzustellen. Das ist in vielen Studios schon ein Problem, weil der Griff einfach schon viel zu weit, viel zu nah an dem Oberkörper des Trainierenden ist. Der müsste eigentlich meistens weiter weg. Dann kann man auch immer so ein bisschen erkennen, ob der Studieninhaber was vom Training versteht oder nicht. Wenn der Griff nicht weit genug weg ist, dass man wirklich aus der kompletten Dehnung kommen kann, ist das immer schon schlecht. Für mich ein Grund, das Studio zu wechseln. Hier haben wir es so gelöst, dass man mit Ketten zwischen zwei Karabinern sich die Länge perfekt einstellen kann. Genau, so. Sollte so sein, dass man die Knie fast komplett durchstreckt und am Ende der Bewegung es noch schafft, den unteren Rücken gerade zu machen, wie beim Kreuzheben wieder mit der Bauchspannung dagegen zu halten und durch das Brustbein hochstellen. Der Lukas jetzt hier unten im Latissimus schon eine schöne Vorspannung drin. Und dann kann man aus dieser Vorspannung, wenn man jetzt die Schulterblätter mit so einem ganz kleinen Tick nach hinten zieht, so diesen ersten initialen Kontakt, genau, aus dem Lat rausholt, wirklich die Bewegung aus dem Latissimus starten, mit dem Ziel, durch die Geschwindigkeit, die man aufnimmt, am Ende der Bewegung, die Schulterblätter wirklich volle Pulle zusammenzuziehen. Nur entscheidend, wo man jetzt den Rücken trifft, ist vor allem die Zughöhe. Moment. Ja, versuch mal die Ellbogen einen Tick enger am Körper zu lassen. Ja, so. Man sieht jetzt schön, wie am Anfang der Bewegung die Kontraktion tatsächlich wirklich von außen aus dem Latissimus kommt. Und dadurch, dass man während der Bewegung richtig schön Fahrt aufnimmt, das Ganze auch ein bisschen zackiger macht und den Oberkörper leicht nach hinten lehnt, schafft man es am Ende der Bewegung mit der Geschwindigkeit, mit der Fahrt, die man aufgenommen hat, die Schulterblätter wirklich volle Pulle zusammenzupressen. Eigentlich ist das halt keine Übung, die primär nur für den Lat ist, sondern vor allen Dingen auch, wenn man sie richtig macht, dafür sorgt, dass man am Ende der Bewegung kraftvoll die Schulterblätter zusammenpresst. Was dabei auch immer hilft, ist die Vorstellung, dass halt wie gesagt der erste Kontakt außen aus dem Lat kommt und
ab dem Mittelteil der Bewegung, man sich vorstellt, man will quasi die Bauchmuskeln in die Hände reindrücken, so eine öffnende Körperbewegung macht, komplett die Schulterblätter hinten und unten zusammenzieht, um wirklich hier zwischen den Schulterblättern den Druck reinzulegen. Genau, die Vorstellung, dass man halt die Bauchmuskeln nach vorne in die Hände reinbringt, hilft dabei, diese Bewegung auszuführen. Was dabei auch mal helfen kann, ist einfach der Blick. In dem Moment, wo ich jetzt nach unten gucke, werde ich Probleme haben, automatisch in diese öffnende Körperbewegung zu kommen, sondern ich werde halt eher eine schließende Körperbewegung machen, eher so einen halben Crunch machen. Ich möchte aber eigentlich das komplette Gegenteil machen. Ich möchte den inneren Rücken kontrahieren. Ich möchte eher so Richtung Hohlkreuz kommen, um die Muskeln in der Rückentiefe wirklich zu kontrahieren. Damit das gelingt, schaut einfach ganz leicht nach oben. Es sagt keiner, dass man in die Decke gucken soll. Das ist ja auch mal so ein Kritikpunkt. Wenn man bei Videos sagt, guck gleich nach oben, dann sagen sie mir, hey, Halswirbelsäule überstreckt, bla bla bla. Sagt ja keiner, dass man an die Decke gucken soll. Es reicht, wenn man ganz leicht nach oben guckt. Das hilft einfach, in diese öffnende Körperbewegung reinzukommen. So, wie gesagt, ein gewisses Maß an Oberkörperbewegung ist notwendig. Man kann nicht mit stocksteifem Oberkörper da sitzen und hoffen, dass der Latte die Arbeit macht. Wird nicht gelingen. Man muss so ein bisschen Oberkörpermove mit reinbringen. Ideal ist es, wenn am Ende der Bewegung die Schulterblätter leicht hinter der Gesäßmuskulatur sind, von der Seite betrachtet. Macht ruhig nochmal. So, und was auch ideal ist, wenn man während der Bewegung schon richtig Fahrt aufnimmt, um am Ende der Bewegung die Schulterblätter richtig kraftvoll zusammenzuziehen. Und richtig durchziehen. Bam, ne? Ich arbeite auch gerne mit der Vorstellung, dass ich mir die Hände in die Bauchmuskeln richtig reinramme. Um am Ende der Bewegung nicht langsamer zu werden, sondern wirklich kraftvoll durchzuziehen. Dieses bis zum Ende Vollgas durchziehen hilft auch unheimlich, die Beschleunigung aus dem Latten zu holen. Am Ende der Bewegung zwischen den Schulterblättern wirklich eine maximale Kontraktion zu setzen. Und dabei kommt es bei der Übung an, beziehungsweise da sollte man die Übung auch darauf ausrichten. Klar, man leitet die Bewegung mit dem Latissimus ein, es bleibt aber keine reine Latbewegung, sondern man kontrahiert am Ende der Bewegung ganz bewusst die Muskeln zwischen den Schulterblättern. So, wer damit Probleme hat, dem empfehle ich vorher dieses sogenannte Rhomboidenziehen zu machen, weil damit lernt man isoliert, ohne den Latt vorher benutzen zu müssen, auch ohne diese Sache mit der Geschwindigkeit, mit der Beschleunigung wirklich machen zu müssen, diesen Kontakt zwischen den Schulterblättern. Also eben in die Rhomboiden rein, in die Muskeln, die Schulterblätter zusammenziehen. Dass man da lernt, diese Muskeln gezielt anzusprechen. Wenn man das vorher macht und gezielt, langsam, mit wenig Gewicht kontrolliert übt, wird man es bei dieser Übung viel besser schaffen, am Ende der Bewegung diese Bewegung aus dem Schulterblatt, aus der komplett ausgegangenen Position bis in die komplett kontrahierte Position reinzumachen. So, ich hoffe, das war soweit klar und verständlich. Eine Frage, die auch immer kommt, welchen Griff nehme ich denn beim Rudern? Auch da wieder die Überlegung, komme ich aus der kompletten Dehnung in die komplette Kontraktion. Die komplette Dehnung des Latissimus und des inneren Rückens ist hier vorne, nicht wenn ich die Hände weiter auseinander habe. Die komplette Kontraktion ist auch, wenn man am Ende der Bewegung die Ellbogen noch relativ dicht am Körper hat und die Hände ungefähr auf Höhe der Bauchmuskulatur. Dann schafft man es, den inneren Rücken wirklich komplett zu kontrahieren. Je weiter der Griff ist, desto schwieriger ist es, den inneren Rücken wirklich vollumfänglich zu kontrahieren, über den vollen Bewegungsablauf zu kontrahieren. Deswegen meine erste Wahl wäre immer erstmal ein relativ enger Griff. Wenn man das beherrscht, kann man vielleicht auch mit einem weiten Griff experimentieren, aber das sollte eigentlich immer die Basis für alles Weitere sein. Im Übrigen ist das auch die einfachste aller Ruderübungen. Wer die nicht beherrscht, braucht sich eigentlich an den Rest, wie Kurzhantelrudern, Langhantelrudern und so weiter, gar nicht ranwagen. Das sollte die Basis sein, weil bei dieser Übung lernt man idealerweise, wie man eben mit der Schulterblattbewegung arbeitet, um wirklich den Rücken zu trainieren. Weil darauf kommt es an, wenn man den Rücken treffen will, nicht was man mit dem Ellbogengelenk macht, weil viele ziehen halt nur über den Arm, über das Ellbogengelenk, sondern entscheidend ist eigentlich, was man mit dem Schulterblatt macht. Dass man das Schulterblatt, egal ob es jetzt Latziehen ist oder Rudern ist wie hier, dass man nur aus der komplett gedehnten Position in eine komplett kontrahierte Position reinkommt. Je größer diese Mobilität, je größer der Bewegungsumfang über das Schulterblatt während des Trainings, desto krasser wird der Effekt auf die Rückenmuskulatur sein. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Info auf einmal. Falls doch, einfach nochmal zurückspulen, also nochmal angucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut in die Videobeschreibung.
Wenn euch noch irgendwelche Fragen dazu einfallen, wenn euch noch Infos fehlen, schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Schaut wie gesagt in den Kommentar rein unten, in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links zu meinen Social Media Kontakten, zu Lukas Social Media Kontakten. Schaut vorbei auf unserer Internetseite www.pit-training.de. Wenn ihr diese Übung im Rahmen eines Seminars mal am eigenen Leib erfahren wollt, wie sich das Ganze anfühlt, wenn es richtig ist, wenn die Bewegungsabfolge stimmt, schaut vorbei unter www.pit-seminar.de. Vielen Dank für heute fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao. Peace.